In diesem Video geht es um die Frage, wie werden mit RSA Nachrichten ver- und entschlüsselt? Zuerst gibt es eine kleine Erklärung der Formeln, die für die Ver- und Entschlüsselung verwendet werden. Dann gibt es eine kleine Namenskunde mit den Variablen und dann noch, welche Bedingungen müssen denn erfüllt werden, um damit zu verschlüsseln. Dann gibt es ein einfaches Beispiel. Am Ende gibt es nochmal eine Übung, um selber zu verschlüsseln. Bei der RSA-Verschlüsselung handelt es sich um ein asymmetrisches Verfahren. Das bedeutet, es gibt ein Schlüsselpaar. Ein Schlüssel davon ist öffentlich, den kann jeder bekommen, und der andere Schlüssel ist privat. Der ist nur für einen selber, den darf man niemals rausgeben. Man könnte sich das jetzt so vorstellen, der öffentliche Schlüssel könnte auf irgendeiner Webseite liegen. Bei RSA besteht dieser öffentliche Schlüssel aus zwei Zahlen. Einmal dem E, hier in unserem Beispiel die 17, und dem Modul N, hier die 35. Der private Schlüssel, wie schon gesagt, geheim, darf also nicht rausgegeben werden. Auch dieser besteht wieder aus zwei Zahlen, einmal dem D, in unserem Beispiel die 5, und dem Modul und dem Modul N, der Zahl 35 bei uns in diesem Beispiel. Diese Zahlen, die hier verwendet sind, sind ganz kleine Zahlen, damit das ein bisschen anschaulich bleibt. In der Realität sind diese RSA-Schlüssel aber riesig große Zahlen. Also da reden wir von Zahlen mit mehr als 100 Stellen. Was passiert nun beim Verschlüsseln? Ich habe das extra auf die Seite geschrieben, wo der öffentliche Schlüssel ist, denn dieses passiert normalerweise mit dem öffentlichen Schlüssel. Es gibt eine Funktion, m hoch e modulo n ist gleich c. M steht dabei für die Message, die Nachricht, die verschlüsselt werden soll. E ist von unserem öffentlichen Schlüssel, steht vermutlich für Encryption und das Modul n, was auch von unserem öffentlichen Schlüssel ist. Das Ergebnis von dieser Berechnung ist dann C, der Geheimtext. Diese geheimen Botschaften werden dann zum Entschlüsseln mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt. Dafür haben wir die Formel C hoch D modulo N ist gleich M. Also wir nehmen unseren schlüsselten Geheimtext hoch D, bedeutet vermutlich Decryption, modulo N, und als Ergebnis haben wir dann wieder unseren Klartextbuchstaben. Hier jetzt ein kleines Beispiel. Wir möchten also die Zahl 9 verschlüsseln. Bei RSA ist es so, dass nur Zahlen verschlüsselt werden können. In diesem Fall ist es die 9. Wir rechnen also 9 hoch 17, modulo 35, und da ist das Ergebnis 4. Hier ist es jetzt wichtig, dass unsere Nachricht M, die wir verschlüsseln wollen, kleiner ist als das Modul, sonst funktioniert das Verfahren nicht. Die verschlüsselte Nachricht 4 wird nun übertragen und mit dem privaten Schlüssel 4 hoch 5, modulo 35 gerechnet, und dort haben wir dann das Ergebnis 9. Und dieses entspricht ja der ursprünglichen Nachricht, die wir versenden wollten. Nun stellt sich die Frage, wie wird denn ein Text verschlüsselt? Denn es wurde ja gerade gesagt, RSA verschlüsselt nur Zahlen. Zuerst müssen wir unsere Nachricht als Zahl kodieren. Ich habe jetzt hier eine ganz einfache Kodierung von Buchstaben auf Zahlen. Hier kann man sich auch anderes vorstellen. Wir haben also unseren Klartext-Info und es wird jetzt nachgeschlagen, welche einzelnen Zahlen haben die einzelnen Buchstaben. I hat 9, N hat 14 und so weiter. Dann brauchen wir natürlich einen öffentlichen Schlüssel. Hier ist es die 29 und die 91. Nun müssen wir Blöcke bilden. Da wir die Bedingung einhalten müssen, dass unser M kleiner ist als N, können wir also nur Zweierblöcke bilden. Würde aber auch bedeuten, mit unserem Modul von 91 könnten wir jetzt auch sogar schon Groß- und Kleinbuchstaben mit einbeziehen. Beim richtigen RSA-Verfahren sind diese Blöcke dann auch viel größer. Nachdem wir das jetzt gemacht haben, müssen wir diese Blöcke einzeln verschlüsseln. Und wir haben unsere Verschlüsselungsformel m hoch e modulo n ist gleich c. Also es ist die erste Zahl zu berechnen. Das ist die 9 hoch 29 modulo 91. An dieser Stelle ist vielleicht anzumerken, mit unserem normalen Taschenrechner haben wir da nicht so viele Chancen, das zu berechnen. In Programmiersprachen gibt es spezielle Bibliotheken, die damit rechnen könnten. Oder aber es gibt auch mathematische Methoden, wie man mit Exponenten und Restklassen, also diesen Modulo-Operationen, effizienter rechnen kann. Aber die möchte ich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Weiter geht's mit der nächsten Zahl. Das ist dann die 14 hoch 29 modulo 91.
und auch diese Zahl stimmt, die 14. Und genauso verfährt man jetzt mit den anderen Zahlen. Dieser Geheimtext wird jetzt über einen öffentlichen Kanal übertragen, zum Beispiel das Internet, und er muss nun entschlüsselt werden. Wir haben unseren Geheimtext, die 81, 14, 41, 71. Diese Zahlen sind schon in Blöcken übertragen, damit man weiß, welche man nachher entschlüsseln muss. Nun haben wir unseren privaten Schlüssel. Man sieht, das Modul, die 91, ist gleich geblieben, aber die erste Zahl ist anders und die muss auch wirklich geheim bleiben. Nun werden die Blöcke wieder einzeln entschlüsselt mit C hoch D modulo N ist gleich M. Schauen wir mal, ob das auch wirklich der Klartext ist, den wir rausbekommen. 81 hoch 5 modulo 91 ist die 9. Die nächste Zahl, die wir berechnen, wäre dann die 14 hoch 5 modulo 91 ist die 14 und so weiter. Nun haben wir den Klartext, der noch als Zahlen kodiert ist. Den müssen wir natürlich jetzt mit unserer Übertragstabelle wieder dekodieren und da sollte dann auch Info rauskommen. Hier gibt es jetzt noch eine kleine Übung, um sich mit dem Verfahren wirklich vertraut zu machen, das nochmal selber einzutippen. Also verschlüsseln Sie bitte mit dem RSA-Verfahren den Text Baum. Nutzen Sie dafür den Schlüssel 3 und 51. Hier gibt es nochmal die Übersetzungstabelle, die ich genutzt habe, von den Buchstaben auf die Zahlen. Dann kurz stoppen und am besten dann gleich vergleichen, ob alles richtig ist. Die Lösung sollte sein 08 01 30 04. Nun zur nächsten Aufgabe. Entschlüsseln Sie mit dem RSA-Verfahren die Blöcke 25, 30, 16, 23, 18 mit dem Schlüssel 11, 51. Da gibt es jetzt keine Lösung, das werden Sie dann schon sehen, wenn Sie das Wort entschlüsselt haben. Das war nun eine kurze Erklärung, wie das RSA-Verfahren funktioniert. Die Frage, wie diese Schlüsselpaare nun generiert werden, wird im nächsten Video aufgegriffen.